Ja, hallo zusammen, da bin ich wieder mit meinem Let's Play zu Empire Earth. Und genau, liebe Freunde, wir waren beim letzten Mal hier, ja, und haben ein paar Rebellen hier unten platt gemacht, tatsächlich. Und währenddessen haben die jetzt aber das Ding hier unten eingenommen. Und, naja, das gestaltet sich gerade als nicht so einfach, die Rebellen. Und, deshalb müssen wir einfach weitermachen. Also bleibt ja nichts anderes übrig, ne? Und die haben uns letztens hier aus der Richtung mit einiges an Bombern angegriffen. Was ich auch sehr krass finde. Tatsächlich. Und ja, wir rampen jetzt wieder unsere Produktion auf. Das heißt, ja, beziehungsweise wir produzieren jetzt wieder weiter. Und naja. Von dem Schock müssen wir uns jetzt erstmal erholen, tatsächlich. Das ist, ja, richtig krass gerade. So. So, Freunde. Wir haben wieder eine Nahrungsquelle. Das ist sehr gut. Da oben zum Eisen kommen wieder Bürger hin. Ach, und hier unten ist auch noch eine Eisenmine, ne? Da ist auch noch eine Eisenmine. Ja, aber... ich denke mal, wir müssen uns tatsächlich erst militärisch noch mal ein bisschen aufrüsten. Der Panzer kann bitte hier ins Krankenhaus. Die brauche ich halt hier zur Verteidigung, die Sachen. Oder? Brauchen wir alles? Nee, wir brauchen nicht alles zur Verteidigung. So. Eisen und Holz, Gold und Holz. Ja, wir können diese Sachen hier halt spammen. Nur halt die Panzer nicht. Weil die halt Eisen brauchen. So. Aber na gut. Wir haben hier unsere Verbündeten zumindest. Und genau, die Orangen hier, die sind ja kaputt, ne? Wie wir gesehen haben. Es sei denn, die bauen sich jetzt hier wieder auf. Das wäre natürlich gemein. Das wäre natürlich echt gemein. So, wir brauchen dann eigentlich keine Bürger mehr, ne? Dann bauen wir bitte einen Satelliten. Und der kann aber da unten hinfliegen. Mal gucken, was da Sache ist da unten. Gut. Ansonsten brauchen wir danach noch einen Bürger, um hier vorne Flachs aufzubauen. Weil damit wir uns von der Seite zumindest nochmal schützen können. So, Satellit, du kannst bitte einmal hier unten hinfliegen. Einfach mal gucken, was da Sache ist. So. Genau, Spionagesatelliten. Richtig cool. Und ja, Freunde, dann hoffe ich, dass euch das nach wie vor gefällt hier, das Empire Earth. Es geht weiter in der asiatischen Kampagne. Die Kampagne, die sich echt zieht, muss ich sagen. Aber hat ja auch seine Berechtigung. Weil es ja wirklich auch... oh! Weil es ja auch die letzte Folge... ach, die letzte Kampagne ist von dem ganzen Spiel. Gut, und dann gucken wir mal. Der hat... Auge Gottes. Die bauen Bürger ohne Ende, ne? Und der hat sich tatsächlich hier wieder auf... nein! Er hat sich hier tatsächlich wieder aufgebaut und Japan macht irgendwie gar... ah, doch! Cool, guck mal, Japan hier. Hehe. Ja, genau, haut drauf. Sturm, haut drauf. Haut drauf, sehr schön. Was ist das da? Ein Arzt? Ein Arzt. Eine Panzerabwehr, jo. Hallo? Die KI ist nicht die intelligenteste, muss ich sagen. Aber ja, dann kann Japan hier unten ein bisschen Unwesen treiben. Finde ich gut. Hehe, sehr cool. Ja, dann mach das mal, Japan. Japan ist, zeigt sich mittlerweile doch als besseren Verbündeten. Besserer Verbündeter. Und genau, einer kann ja hier dann... so, dann brauchen wir hier noch Flugabwehr. Und dann haben wir im Prinzip schon wieder unsere Armee zusammen hier. Ah, was kommt da wieder? Hubschrauber! Da habe ich Hubschrauber gesehen, Freunde.
aber dann, die können jetzt hier wieder ein paar Sachen spammen. So. Das Triton-U-Boot hier hinten, ey, es ist so unglaublich, unfassbar, echt. So, aber dann müssen wir zumindest hier mal ein bisschen... Ein paar Sachen können wir mitnehmen. Ja, ein paar Sachen können wir mitnehmen. Die Sachen hier können hier bleiben. Wo ist das Triton-U-Boot? Da ist das Triton-U-Boot, ey. Trident. Blödes U-Boot. So. Aber das heißt, wir haben hier... Gold und Holz haben wir ja genug. Ja, wobei Holz nicht mehr so ganz, aber... Ja, ich würde sagen, dann gehen wir mal mit denen hier los. Kommt. Was machen die denn schon wieder? Warum? Ja. Warum versetzen die denen nicht den Gnadenstoß hier? Ach, was macht ihr denn da? Ihr macht die Bürger kaputt. Ja, finde ich okay. Finde ich gut. Ah ja, ihr treibt auch schon euer hier Unwesen. Das finde ich so, finde ich super. Auge Gottes, ey. Mensch, 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 immer diese Religions-Söldner. Oh Mann. Ach du Scheiße. Na gut. Okay. Auge Gottes. Na, okay. Wir werden ausgezeichnet. Wir haben unseren japanischen Verband dabei geholfen, ihre Hafenstadt Sata wiederzuerlangen. Jetzt wollen wir mit der nächsten Phase unserer glorreichen Mission fortfahren. Dem Wiederaufbau des Weltraumhafens in Tangeshima. Der Bau des neuen Weltraumhafens sollte einen Tempel, eine Universität, zwei Raketenbasen und ein ÜLG-Forschungszentrum umfassen. Wir müssen uns beeilen, weil die UK-Truppen und auch die Auge-Gottes-Truppen zweifellos versuchen werden, das zu verhindern. Wir müssen mit heftigem Widerstand rechnen. Boah, okay, Freunde. Aber warum? Zählt der Spionagesatellit als Militäreinheit? Hehe, das ist ja geil. Ach, das sind wir. Ach, guckt mal. Das sind wir jetzt. Boah, Trident U-Boot. Wir werden angegriffen. Boah, verdammte Axt. Ach, das sind wir jetzt. Ja, okay, das ist natürlich mal mega cool. Rebellentruppen. Jetzt sind auch noch Graue dabei. Was wollen die denn jetzt noch? Wartet mal. Hier, wir können hier zumindest schon mal was bauen. Wir werden angegriffen. Was haben wir denn hier? Kreuzer, Fregatte, Kriegsschiff, Transporter, Fischerboot. Können wir... Ah, wir können Docks bauen. Okay, das ist gut, dass wir jetzt Docks bauen können. Was zur... Ach so, Japan baut sich hier auf. Ja, okay. Dann macht das mal, Japan. Alles in Ordnung. Dann bauen wir hier mal ein paar Roboter. Jawohl, Freunde. Wir haben hier Roboter. Oh. Minotauren und Hyperions. Ja gut. Bauen wir einiges an Hyperions. Das heißt, wir müssen hier Bürger bauen. Aha, okay. Okay, wir können hier Bürger bauen, Freunde. Ja, wobei, hier unten können wir eigentlich gar nichts mehr machen. Wir werden angegriffen. Seht ihr euch mal bitte... Was ist denn da schon wieder? Wir haben einen Turm. Okay, sehr schön. Wir können hier Docks bauen. Oh Mann, ey. Ein Schlachtkreuzer. Es ist so ein Command & Conquer Kreuzer hier, guck mal. Ah, oh, Hubschrauber. Mach den kaputt. Hubschrauber, Spectra. Spectre Hubschrauber. So, dann mach mal hier Anti-Air. Ganz wichtig jetzt hier, Anti-Luft-Einheiten. Nein! Oh. Baut diese blöde Flak zu Ende, los. Ah, sehr gut. Baut diese blöde Flak zu Ende, ey.
Mann, Mann, Mann. So. Baut diese blöde Flak zu Ende. Ja, die sind schon schönes Kanonenfutter. Hahaha, wunderbar hier. So. Nein, 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 nein. Boah, haben die eine Reichweite, ey. Der mit seinen blöden Kackfliegern, ey. So, aber das... Ach, du Heilige. Moment mal. Moment mal, das Ding müssen wir beschützen. Das können wir nicht nachbauen. Das Ding bitte beschützen hier. Das können wir nicht nachbauen, ne, Hyperion? Wartet mal, sind das die, die ins Wasser können? Jawohl, Freunde. Oh Gott. Okay. Das heißt aber dann auch, dass ich jetzt weiß, was wir hier machen werden. Und zwar Hyperion spammen. Ganz genau. Ich meine, Gold und Nahrungsmittel haben wir ja genug. Ja, wenn das so ist, Freunde, dann spammen wir halt Hyperions hier. Aber wir müssen hier an Land auch mal was machen. Ach du... Oh, eine Atombombe, ey. Kann ich helfen? Gott sei Dank, sag ich da nur. Gott sei Dank, ey. Ja, und du, du kannst beim Holz weiterhelfen, oder? Oder beim Eisen? Hier gibt's ja noch eine Eisenmine, ne? Genau, da. Dann helfen wir Eisen mit. Warum baut ihr nicht weiter? So. Der mit seinen Fliegern hier. Der nervt schon ganz schön, muss ich sagen. Aber, schaut mal hier. Aua. Ja, mach mir ruhig alle Bürger Schrott, ey. So. Alter. Luftkämpfe. Wie ich sie hasse in Empire Earth irgendwie. Ich weiß auch nicht. Die sind irgendwie so total nervig, diese Luftkämpfe. Abschießen. Los. Hä? Och, nee. Ach, ihr seid doch blöd, echt. Was zur... Wo kommt der denn schon wieder her? Ja gut, endlos Ressourcen habe ich schon aber auch nicht. So, Team 1. Wartet mal, wo ist eigentlich der General? Steht der noch in der Basis? Wo ist der, Ah, hier. Ah, okay. Wu Quando, genau. Okay. Gut, Freunde, dann kümmern wir uns mal hier unten um die. Das Auge Gottes ist, wie gesagt, ja von da unten weg. Gut. Das heißt, wir können hier weiter die Flachs aufbauen. Sehr schön. Ah, dann geh weg. So, Freunde. Und wir können hier uns hier eine Hyperion-Armee zusammenstellen. Okay, die haben auch kein Problem. Finde ich super. Dann kommt man hier oben hin. Genau. Da oben ist ja das neue Russland. Okay, alles klar. Sehr gut. Ja, Freunde, läuft doch. Oh, was ist das denn? Was ist das denn für eine schöne Quelle? Die sieht ja schön aus. Gut, bleibt aber erstmal hier. Wir werden angegriffen. Oh! Lass doch mal meine Hyperions in Ruhe. Der bombt immer meine Hyperions weg. Mensch, nochmal. Der mit seinen blöden Bombern. Guck mal hier. Wir können hier gegen die Schiffe kämpfen. Sehr geil, ey. Ist das geil, Freunde. Ach du Scheiße. Ja, aber das wird mir gerade ein bisschen zu wenig hier. An Kampfkraft. Bürger, gehen wir nach da oben. Ja, Laserturm. Sehr gut. Laserturm. Aua! Was kommt jetzt mit Schiffen hier an? Ja, wartet mal dann. Ach, mein Dock ist natürlich schon wieder weg, ne? Aua. Oh, der macht mich hier völlig kalt hier unten, ey. Ja, nee.
Ja, wartet mal dann. Sammelt ihr lieber nicht auf dem Wasser. Aua! Diese Kackschiffe da vor die. So, jetzt rennt hier oben drüber. Los. Genau, Laserturm. So. Kaputt machen den Scheiß. So, weg damit. Blödes Auge Gottes hier. Weg damit. So. Sehr schön. Ihr könnt noch mal ein neues Dock bauen, bitte. Genau, und ihr hier dieses Dock wegmachen. Bam. Sehr gut. Jetzt wären wir schon wieder da unten angekommen. Ach du Kacke, ja, tatsächlich. Aber wir haben hier zum Glück diesen Laserturm. Ach du Heilige, guckt euch das mal an. Wir werden angegriffen. Oh Gott. Oh Gott, einfach im Kreis, einfach im Kreis oder hier, Au! Was machst du denn? Wir werden angegriffen. Ja, Kommandant. So, das Auge Gottes ist hier oben weg. Dann haben wir hier oben Neurussland. Da sind wieder die Kackbomber. Genau. Wir werden angegriffen. Oh, die machen aber auch keinen Schaden, ne? Nicht so wirklich, nee. Jetzt reicht's mir aber. Baut mal bitte Fregatten. Wir werden angegriffen. Jetzt reicht's mir aber, ey, echt. Juggernaut, was? Juggernaut. Was ist das für ein geiler Name? Juggernaut. Ah, so, hier oben ist Neurussland. So, weg damit. Sehr gut. Oh, sehr schön, Freunde. Wir haben's. Puh, okay, dann haben wir Neurussland jetzt zumindest weg. So, hier, Fregatte. Ah, bringt leider nichts. Ach. Die haben es echt auf meine Roboter hier abgesehen, ey. Oh Mann. Boah, Freunde, wir brauchen mehr Kriegsschiffe. Was ist das hier? Fregatte, komm, Juggernaut. So. Oh nein! Boah, die machen aber auch keinen Schaden, die Kriegsschiffe. Na toll, jetzt müssen wir hier neue Bürger bauen. Der Laserturm, der macht auch irgendwie keinen Schaden. Der macht aber auch gar nichts hier, dieser Laserturm, ey. Ah, das nervt, das nervt. Kriegsschiff. So, wir bauen jetzt auch ein Kriegsschiff. Verdammte Axt. So, Kriegsschiff. Da. Bitte die Flugabwehr neu aufbauen. Dieses Kriegsschiff bringt aber auch nichts, ne? Ach du Scheiße! Nein! Ey, was sind das für Penner, echt? Was sind das für Penner? Da machen die mir einfach meinen... Ach, Mensch, ey. Machen die mir einfach meine Cyborg-Fabrik im Arsch, ja, dann... Wir werden angegriffen. Toll, echt. Oh, das ist so viel. Es ist so viel. Ja, noch ein Jäger, klar. Turmlaser. Noch Bomber. Hab das bald, ey, echt mal. Hab das bald. Boah. Wir brauchen mehr Kriegsschiffe. Ja, danke. Boah. Was? Was geht denn jetzt ab, ey? Boah. Ja, komm dann. Keine Ahnung, dann. Alter Schwede.
Boah, ey. Oh, japanisches U-Boot. Boah, Gott sei Dank. Oh, Gott sei Dank. Japan macht endlich mal was. U-Boot Nautilus, ja. Wir brauchen, glaube ich, Kreuzer. Ja. Alter Falter, ey. Wow. Das ist anspruchsvoll. Das ist anspruchsvoll, Freund. Ach nein! Okay, genau. Einfach schön hier. Aua. Au. Hallo? Mach doch mal was. Ah, keine Chance. Keine Chance bei dem Scheiß hier unten. Echt. So, Fregatte. Ne, Kreuzer. Verdammte Axt. Das gibt's doch nicht. Boah, Freunde. Was? Wisst ihr was? Ich gebe das hier unten gleich auf, wenn das so weitergeht. Ey, was ist denn hier los? Und warum krieg ich kein Holz mehr? So, hier geht's weiter, ey. Oh Gottes Willen. Und meine Armee? Ja. Keine Ahnung, also. Ah, toll. Ja, jetzt ist hier unten weg. Toll, danke, ihr Penner, ey. Echt. Ihr dummen Penner. Haben wir irgendwas, was auf. Ja, haben wir dabei. Sehr gut. Schießt auf den scheiß Hubschrauber. Boah. Ja gut, aber dann können wir uns halt hier nochmal neu formieren, genau. So, mach diese scheiß Schiffe hier unten platt. Wir können uns dann nochmal neu formieren, das ist in Ordnung, wenn die jetzt alle kaputt gehen. Boah, Freunde. Nicht übel. Nicht übel. Wow, das heißt, wir haben hier unten alles verloren. Aber das heißt, dafür haben wir hier jetzt auf dem Land ein bisschen Ruhe. Okay. Das heißt, wir müssen Transportschiffe bauen. Und hier unten einfach mal einen Bock. So. Jo, das war ja schon ziemlich actionreich und das war mit der ganzen Folge schon, ey. Oh Mann. Ja gut, dann macht ihr aber bitte mal hier oben dieses Ding da im Arsch. Ich hoffe, dass wir das jetzt nicht um die Ohren kriegen. So. Alles klar. Ihr schießt da einfach drauf. Wunderbar. Ist das U-Boot noch da? Guckt mal bitte. Das ist immer noch da. Oh, das Triton-U-Boot, ja. Bau bitte noch einen Dock. Das heißt, wir werden hier Schiffe brauchen. Mhm. Haben wir denn nicht irgendwas für Spektra-Panzerabwehr-Hubschrauber? Ne, wir haben nichts, was gegen U-Boote ist, ne? Probieren wir bitte, ob ein Kreuzer da helfen kann. Fregatte-Kriegsschiff, ne? Davon hilft nichts gegen U-Boote. Krass. Ja gut, aber wir haben zumindest hier oben die an Land. Was schießt hier schon wieder? Ach so. Zumindest hier oben an Land haben wir ja alles geschafft. Aber wir haben die Stadt hier nicht verteidigen können. Leider, leider. Schade. Aber... So, kannst du das U-Boot kaputt machen? Probier das mal bitte, das Triton-U-Boot hier. Kannst du da drauf schießen? Nee, kann er nicht. Was kann denn dann aufs U-Boot schießen?
Das frage ich mich jetzt gerade wirklich. Der Jäger ja auch nicht. Wie kriegen wir das U-Boot da weg? Wie kriegen wir das U-Boot weg? Spektra-Hubschrauber mal probieren. Wartet mal, was sind die Ressourcen hier? Eisen, Gold, Nahrungsmittel und Holz. Von allem 3000. Ja gut, okay. Aber hier an Land brauchen wir dann zumindest schon mal für nichts mehr befürchten. Ne, von daher können wir jetzt alle Einheiten nehmen und mal hier unten abstellen. Mal gucken, ob der Hubschrauber was bringt. Kannst du? Nee, du kannst auch nicht. Wie kriegen wir denn dann das U-Boot da weg? Sag mal. Das blöde Triton-U-Boot hier, schaut euch das an. Wie kriegen wir das weg? Ich meine, wir können ja auch kein... Nee, wir können auch keine... Das finde ich jetzt gerade ein bisschen doof. Aber okay, Freunde. Ist halt so. Ja. Na gut, dann brauchen wir halt einiges an Schiffen, aber... Einfach Kriegs... Ah, das kostet Holz. Wartet mal. Das kostet Holz. Ah, jetzt haben wir wieder Überlänge erreicht hier. Shit. Na, jetzt haben wir aber genug Eisen. Um hier einiges aufzubauen. So. Jetzt haben wir genug Eisen. Ach, da haben wir noch sogar noch einen Gladiator-Panzer. Was? Was ist das denn? Was ist denn hier unten? Ach, ein Ares! Was soll das denn? Wo kommt der denn her? Ja, mach du nur übertrieben hohen Schaden, ey. Ist klar. So. Was? Was ist denn Team... Hä? Warum ist das Flugzeug denn jetzt Team 1? Naja, egal. Krass, Freunde. Das ist richtig krass. Aber jetzt haben wir zumindest keine Landangriffe mehr zu befürchten. Ja, wisst ihr, warte, ich mache mal eine längere Folge draus. So. Das heißt, wir müssen jetzt hier unten... Nee, wir müssen eine Uni aufbauen erstmal. Stimmt, Freunde, wir müssen erstmal eine Uni aufbauen. Dann machen wir das doch einfach mal. Sammeln wir aber noch weiter das Holz, das nötige Holz hier. Pilgerfrau, du kannst bitte hier oben hin. Mithelfen. Ja, und wo ist er jetzt? Ah, da ist er. Okay. Satellit. Flieg du mal bitte hier unten hin. Mal gucken, was da ist. Einfach mal gucken. So, was waren denn jetzt nochmal die Missionsziele? Ja, okay. 3000, einfach 3000 Holz. Okay. Wir brauchen einfach alles an Bürgern, was wir haben können fürs Holz, ey. Okay, der Satellit hier. Der kurft hier in Ruhe rum. Ja, und das hier... der Hubschrauber, der kann eigentlich auch mal die Karte erkunden. Ja. Flieg die Karte erkunden, Kollege. Das machst du sehr gut. Mal gucken, was hier los ist, ne? Und nicht nur auf der Insel, sondern einfach überall. Was zur... Ja, genau. Das Kampfflugzeug, was genauso hoch fliegt wie ein Satellit. Ah, guck mal. Fregatte Juggernaut. Jawoll. Zumindest kann er auf Schiffe schießen. Ach, wartet mal. Gold und Eisen. Hubschrauber. Statt Landeinheiten. Ja, das ist doch mal gar nicht mal so verkehrt, Freunde. Hubschrauber statt Landeinheiten. Ja, dann macht das doch. Dann macht ihr mal hier L.
Der Wille des Staates, ja. Genau. Stimmt. Hubschrauber können wir sehr gut nehmen, aber... wo ist mein Hubschrauber schon wieder hin? Warum fliegst du wieder aufs Land? Flieg doch einfach mal hier unten hin. Einfach mal das leere... Die leere Karte hier erkunden. So, und wir lassen jetzt unser Militär hier über die Karte kreisen. Aber ich sehe auch keinen blauen Punkt mehr oder so, ne? Er fliegt immer wieder zurück. Flieg doch mal hier unten hin. Ich möchte wissen, was hier unten alles los ist, Mensch. Fliegt er wieder zurück? Er fliegt wieder zurück. Oder was? Oder wo fliegt er dann hin? Nee, okay, er fliegt nicht zurück. Ja, dann erkunde... Er fliegt doch... Nee, oder? Fliegt er... Er vermeidet es tatsächlich irgendwie nach unten zu fliegen, ne? So, dann baue ich mir einfach eine Armee von Hubschraubern. Ja, warum eigentlich nicht, Freunde? Das möchte ich gerne noch ausprobieren, diese Hubschrauber hier. Auch wenn die nicht so viel Schaden machen. Einheitenverbesserung nicht zugelassen. Ja, ihr seid mir auch welche. So. Nicht zugelassen, ey. So. Bum, bum. Aha. Dann haben wir jetzt eigentlich... Ah, nein! Stopp! 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 Wir werden angegriffen. Oh Gott. So, jetzt haben wir hier zumindest... Kann ich helfen? Unverzüglich. An der Bürgerfrau, die Universität. Auf der Insel zu landen. Jetzt müssen wir mit unseren Plänen fortfahren. Dem Wiederaufbau des Weltraumhafens in Tangeshima. Was? Als Ergebnis unseres Erfolges können wir jetzt die erforderlichen Gebäude zur Unterstützung dieser Aufgabe bauen. Die Raketenbasis, ein ÜLG-Forschungszentrum und ein Weltraumdock. Denken Sie daran, dass der neue Weltraumhafen neben den beiden Raketenbasen und dem ÜLG-Forschungszentrum auch einen Tempel und eine Universität umfassen sollte. Sichern Sie das Gebiet, indem Sie jegliche feindlichen Truppen auf der Insel vernichten. Wir müssen auf alles vorbereitet sein. Dr. Webster und seine Armee schrecken nicht davor zurück, unkonventionelle Waffen einzusetzen. Um Gottes Willen. Aber hä? Ich hab dir doch mit dem Hubschrauber hier hingeflogen. Naja gut. Errichten Sie auf Tangeshima einen neuen Weltraumhafen, um zwei Raketenbasen, einen Tempel und ein ÜLG-Forschungszentrum. ÜLG. FTL-Forschungszentrum steht hier, aber gut. Raketenbasis, wow. Alles klar. Aha. Guck mal hier, Aufwertung zu Cyborg-Bürger. Ist das nicht cool? Ist das nicht cool? Wir können Cyborg-Bürger bauen. Beziehungsweise, die werden dann alles Cyborgs. Schaut euch das an. Wir machen gleich eine krasse Entwicklung durch. Ja, 10 Minuten drüber ist mir jetzt irgendwie gerade egal. Also die Folge, die kann auch gerne länger gehen. Weil, schaut euch jetzt die Entwicklung an. Zack! Das sind keine Menschen mehr. Auch wenn sie zu uns sprechen. Aber es sind Roboter. Es sind verfluchte Roboter. Ah, alles klar. Das heißt aber auch, wir können eigentlich unsere Einheiten hier... Bericht der Bereitschaftspolizei. Die können wir doch alle kaputt machen. Die brauchen wir nicht mehr. Oder wartet mal, was ist das da oben? Nee, das ist auch Japan. Die brauchen wir nicht mehr, damit wir uns hier eine schöne Hubschrauberarmee zusammenstellen können. Ja. So, Freunde. Und ihr seht's. Und das Geile ist, schaut euch mal an, wie die abbauen. Sie hauen einfach da drauf. Ist das nicht cool? Ist das nicht cool? So, Freunde. Und wir können... ins Nano-Zeitalter. Haha, guckt mal. Wir werden angegriffen. Was zur... Bitte mal gucken, was da ist. Was hat mich da kaputt gemacht, da unten? Bitte mal gucken. Irgendwas ist hier noch auf der Insel. Verdammte Hacke.
Was ist denn hier noch? Irgendwas hat mich hier angegriffen. Interessant. Die Suche nach der Einheit hier. Was hat mich hier angegriffen? Japan, hier fliegt nur Japan rum. Na egal, kommt. Danke für euren Dienst. ich brauche euch nicht mehr. Ah, guckt euch das an. Gut, dann würde ich sagen, sparen wir einfach mal die Goldressourcen. Wartet mal, das geht mir ein bisschen alles echt ein bisschen zu lang. So. Jetzt brauchen wir Gold, ne? Eben war Eisen total Mangelware, jetzt ist es Gold. Aber in Ordnung. Ja, 4 Minuten noch. Also bei 40 Minuten werde ich dann tatsächlich auch einen Cut reinmachen. Aber ich hätte so gern noch mit den Hubschraubern hier weitergemacht. Hört euch das mal an, wie sich das anhört. Und warum sind hier zu wenig? Geht mal zum Gold. Holz brauchen wir jetzt nicht mehr so krass. Hört euch das an. Das sieht richtig krass an. Ja, wir haben jetzt einen Entwicklungsschritt gemacht zum Roboter. Zum Cyborg. Und genau, und jetzt spielen wir ein bisschen Elon Musk. Ich glaube, die brauchen wir auch nicht mehr hier. Komm. Komm. Wir bauen uns dann gleich Hubschrauberarmee auf hier. Bam, 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 bam. Ich wäre nämlich ganz gerne im Nano-Zeitalter tatsächlich, weil das ist das letzte Zeitalter vor dem Weltraumzeitalter, Freunde. Dafür brauchen wir aber immer noch 350 Gold. Noch schneller! So. Schaut euch das an. Die Roboter. Wie geil die aussehen, ey. Cool. Gut. Gleich ist es soweit. 1375. 100 Gold noch. Genau 100 Gold. Bam, 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 bam. So, wir können aufsteigen. So, Nano-Zeitalter, zack. Ja, komm. Was zur... Ach, hier unten. Okay, ja. Ja, ja, da unten die Sachen. Das heißt, wir machen jetzt noch diese Entwicklung durch. Und dann würde ich sagen, machen wir mal einen Cut rein, Freunde. Ja, ja, weil die Folge sich dann einfach viel zu lange hinziehen würde, ne? Und weil es schon fast 10 Uhr wieder ist, meine Güte. Das ist wirklich krass. Aber die beschützen scheinbar das Gebiet hier unten richtig krass, ne? Ja, die beschützen dieses Gebiet richtig krass. Ist in Ordnung, da könnt ihr gerne bleiben. So. Fährst du einfach mal ein bisschen erkunden hier. Und wir sind im Nano-Zeitalter. Schaut mal hier, wir können unsere Ressourcenproduktion boostern. Untertagebau und Atomspaltung. Und wir können Einheiten aufbessern. Guck mal, Panzergeschütz Herkules. Wir können den Centurion-Panzer bekommen. Wir können hier die Wächter bekommen. Und die Flugzeuge können wir zur Nebula-Jäger aufrüsten. Genau, Freunde. Ansonsten hat sich jetzt im Nano-Zeitalter nicht wirklich viel geändert. Hydrokultur. Aber es ist dennoch, finde ich, eine gute Sache, das Nano-Zeitalter. Wie gesagt. So. Dann bauen wir einfach eine Hubschrauberarmee. Ja, ich meine, meine Güte.
So. Einfach Karte erkunden. Gut, Freunde, dann setzen wir beim nächsten Mal über. Und kümmern uns mit den Hubschraubern hoffentlich um die Schiffe da unten. Guckt euch das an. Sieht richtig geil aus, guck, oder? Die schießt mit Lasern drauf. Statt mit einem einer Axt. Hier. Ja gut, Freunde, dann würde ich einfach mal sagen, ja, wenn euch diese Folge gefallen hat, dann lasst mir doch mal gerne mal ein Like oder ein Abo da. Lasst die Glocke läuten. Würde ich mich sehr freuen. Erzählt gerne weiter den Kanal. Und ja, dann würde ich sagen, wünsche ich euch noch einen schönen Abend oder einen schönen Tag. Ne? Tschüss.